Übernachtlich kann man sein? Ja. Ja. Guckt euch das mal an. Okay, warte mal. Ein Winteroutfit für Leon. Du hast doch... Was geht? Hat ja hier bei Schulwebsen Games und Leute, ich bin heute in Tiramuka und ich habe Bock auf Weihnachten. Also, wie ihr wisst, Weihnachten steht schon so fast vor der Tür und ich freue mich sehr gerne drauf. Warte mal, ich habe was vergessen. Wie weihnachtlich kann man sein? Ja. 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 Halt ja. Möchte ich halt sein, ne? Leute, ich dachte, heute ist eine sehr gute Zeit und ein sehr guter Tag, um euch weihnachtliche Secrets in Tokaboka zu zeigen. Verschiedene, alle mögliche, alles, was es geht. Ich habe hier mein Weihnachtstee mit Olaf. Wo steht Merry Christmas drauf? Also, Happy Weihnachtenzeit. Und wir starten sofort mit einem Secret, was wir auf jeden Fall, falls ihr auf jeden Fall sehr gerne für Weihnachten euch vorbereiten möchtet in Tokaboka, dann müsst ihr auf jeden Fall diese Location hier haben. Warum? Ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Aber auf dem Hauptbahnhof gibt es tatsächlich was sehr Komisches, was wir auf jeden Fall brauchen, um diese Weihnachtszeit zu haben, sagen wir mal so. Und zwar hier ganz hinten, ganz links, haben wir quasi so einen extra Raum für Zugfahrerin, sehr wahrscheinlich, oder Zugbegleiterin. Und komischerweise, wenn man ein bisschen so umguckt bei ihr, so was sie so hier alles hat im Kühlschrank, befindet sich ein Weihnachtskostüm. Wirklich ein Weihnachtsmannkostüm, komplettes Kostüm. Man kann sich komplett wie ein Weihnachtsmann verkleiden. Aber ich finde tatsächlich, ich glaube am meisten passt dieses Kostüm bestimmt in diesem wunderschönen, ich wollte gerade sagen, jungen Mann. Kleinen Opa. Und wir nehmen den jetzt einfach mit, Leute. Auf jeden Fall in dieser Location gibt es ein Weihnachtsmann-Kostüm, was ihr auf jeden Fall nachgucken könntet, nachgucken möchtet. Wenn ihr das möchtet, natürlich. Und die meiste Christmas Miracle auf dieser Location, nee, nicht die Location, sondern allgemein Tokaboka, befindet sich in dem Pom-Pom-Area. Ich nenne es einfach so. In dem Schneegebiet, Leute. Schneegebiet. Hier befinden sich die meisten Christmas-Sachen. Was heißt Christmas-Sachen? So Weihnachtssachen. Und zwar, wir fangen mit diesem Haus an. Also, falls ihr das nicht wusstet, diese ganze Schneelocation ist einfach dafür da, um Christmas-Vibes zu haben. Das finde ich wundervoll. Und zwar, weil es hier schneit, Leute. Ja, Leute, es schneit hier. Und das, was ich auf jeden Fall mal nachmachen möchte. Auf jeden Fall. Ich habe hier meinen wunderschönen Weihnachtsmann und Leute, erster Secret. Man kann hier in diesem Haus hinter die Fenster rein. Ja, es sieht komisch aus, aber wenn man das in einem Gameplay oder so, in einer Story oder so zusammen macht, dann kann man das so tun, als ob das der Weihnachtsmann ist, der bald kommt. Der Weihnachtsmann kommt. Natürlich gibt es hier irgendwie so keinen. Doch, da gibt es einen Weihnachtsbaum. Natürlich, da gibt es einen Weihnachtsbaum. Ich mach's schön nachts. Da kommt der Weihnachtsmann. Und, oh mein Gott, ich finde, es sieht richtig, richtig süß aus. Und das ist eine gute Sache für den Stories. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass man hier hinter die Fenster reinpacken kann. Aber Leute, natürlich hier in diesem Haus an sich, es gibt einen Einpacktisch. Meine Lieblings-Einpacktische. Man kann hier Geschenke einpacken. Genau in dieser Location. Ein bisschen komisch vielleicht, warum genau hier. Aber dieses Geschenkpapier auch, das sieht alles so wundervoll aus. Sieht mega, mega schön weihnachtlich aus. Ich frage mich, ob es noch irgendwas gibt. Noch ein Design. Ich glaube, das sind nur die zwei. Das sind nur die zwei, aber das reicht auch. Das ist vollkommen okay, weil es richtig, richtig weihnachtlich ist. Und ich liebe... Nein, wir haben drei Designs. Natürlich haben wir drei Designs. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Das macht doch keinen Sinn, warum denn? Sind zwei Designs, weil da liegt Geschenkpapier in drei Designs und deswegen macht alles Sinn, Leute. Auf jeden Fall, diese Location ist extrem, extrem weihnachtlich und extrem, extrem schön mit einem Kamin und also diese Location ist nicht nur weihnachtlich, nur weil es halt so schneehaft ist, sondern weil es hier, ich zeige es gerade mit einem Spielzeug, hier genau hinter
gibt es einen Knopf. Und was macht dieser Knopf? Es macht alles noch weihnachtlicher, Leute. Also auf jeden Fall, wenn man richtig krass Weihnachten feiern möchte, dann auf jeden Fall in dieser Location, Leute. Das sieht richtig, richtig toll aus. Wir haben verschiedene Weihnachtsbaumkugeln und Weihnachtsgeschenke können wir hier auch einpacken. Es ist einfach alles perfekto, ne? Ich finde es schön perfekt. Aber wisst ihr, was noch perfekt ist und was noch besser ist? Dass man hier einen krassen, coolen Schneemann bauen kann. Weil man hat hier überall so Schneebälle, so Riesenschneebälle. Und ja, Leute. Man kann daraus einen Schneemann bauen, indem man diesen wunderschönen Mann hier zusammenpackt. Guckt euch das mal an. Okay, warte mal. Ich hoffe aber, das sieht... Warte mal. Es muss aber irgendwie... Tada! Das passt doch alles, oder? Wir haben jetzt unseren Schneemann, der auf jeden Fall auch lebt. Er lebt. Und hinter bei diesem Baum befindet sich da auch was. Seht ihr gerade? Also dieser Baum ist ein bisschen komisch. Warum sieht das so aus wie eine Tür? Es gibt einen Elfen-Crumpet da drin. Einfach nur ein Elfen-Crumpet, der richtig, richtig schön aussieht. Ich liebe die Crumpets. Die sehen sehr, 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 sehr niedlich aus. Aber das ist nicht alles, was man diese Location macht. Das ist wirklich, diese Location ist einfach ein Träumchen, weil man hier einfach so vieles machen kann. Und ich auf einmal so vieles Weihnachtliches. Ich freue mich einfach drauf. Leute, unser. Vielleicht ist es nicht unbedingt weihnachtlich, aber ich kann. Ist jetzt ein bisschen gruselig, vielleicht. Ein bisschen cool. Aber ich nehme jetzt mein Crumpet. Und ich friere es ein. Ich kann es einfrieren. Aber nicht das Problem, Leute. Wir holen jetzt unser wunderschönes Stückchen Eis wieder nach Hause. Und es kann schön... Unser Crumpet ist schön rausgekommen aus dem Eis. Und es ist alles in Ordnung. Es ist keiner hat sich verletzt. Keiner hat sich eingefroren auf jeden Fall. Das passt alles, Leute. Und oh mein Gott, das ist alles richtig cool hier. Ich kann wirklich gefühlt, okay, vielleicht jetzt so ganz große Sachen kann ich nicht jetzt nicht einfrieren, aber so Tierchen und andere verschiedene Sachen kann ich einfrieren. Das ist einfach nur richtig cool. Was hier aber auch noch cool ist, und zwar kann ich diese einfrierende Sachen so fallen lassen und indem sie fallen, wenn sie fallen, nochmal draufklicken. Und sie bleiben einfach hängen in der Luft. Das ist so wirklich typisch Tokaboka. Also falls ihr das nicht wusstet, dass es eine Tokaboka sowas gibt, das ist typisch, typisch Tokaboka. Ja, ich kann. Es sind einfach Sachen in der Luft, die einfach da rumschweben. Es ist okay. Es passiert manchmal. Es passiert so oft in Tokaboka. Also wirklich, Leute. Mega, mega toll. Und das ist nicht die einzige Location, wo man auch Geschenke verpacken kann. Es gibt noch das Pom-Pom-Haus. Pom-Pom-Haus ist quasi so ein Einkaufszentrum, wo man verschiedene Sachen kaufen kann. Macht hier Sinn, ein Einkaufszentrum kauft man ein. Aber da, hier ist es auf jeden Fall so, dass man die Sachen, sagen wir mal so, es sieht schon weihnachtlich aus, finde ich persönlich. Oh, es sind aber richtig schöne Pflanzen hier drin. Man kann verschiedene Spielzeuge kaufen, man kann alles einpacken. Es gibt eine Einpackstation. Wirklich, wo man das auch wirklich aussuchen kann. Man kann so Weihnachtsgeschenke, guckt euch das mal an, man kann das genau in so richtigen Weihnachtsgeschenk-Look einpacken. Es gibt verschiedene andere Looks, wie zum Beispiel so ein Valentinstag-Look, was so richtig, richtig süß ist und so mit einem Herzchen und so, das möchte ich sehr, sehr, sehr testen. Ah, das ist richtig süß. Und sogar ein Halloween-Outfit. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Oh mein Gott, diese Geschenke sehen toll aus. Diese Geschenke sehen toll aus. Und diese Geschenke sind dann ganz normal so geburtstagsmäßig. Richtig tolle Sache. Kann man mega toll machen. Es gibt hier tolle andere Sachen, und zwar wie zum Beispiel Schneebälle, die man, wenn man so ein bisschen die so rumhängt, dann fliegt da Schnee raus. Also nicht rein, sondern da fliegt Schnee rum. In den Ball drin, ne? Und natürlich, man hat auch viele verschiedene so Karten, die man sehr schön verschenken kann. Entweder zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder als so ein Pärchen. Das finde ich auch mega, mega süß. Aber Leute, hier ganz rechts haben wir noch so ein Lagerfläche. Und man kann das ganze Haus, also das, nicht das ganze Haus, sondern das ganze Pom-Pom-Haus, vor allem diese Abteilung, die noch nicht fertig ist, also das sieht jetzt gerade so aus, als ob man hier, also das wird hier einfach nur renoviert, ne? Man kann diese ganze Abteilung hier so machen, wie man möchte und so gestalten, wie man möchte. Zum Beispiel weihnachtlich, mit unseren weihnachtlichen Sachen, die wir hier haben.
Zum Beispiel, was können wir noch verkaufen? Vielleicht das noch, vielleicht dies noch. Ein paar Karten, die wir auch noch gar nicht hatten. Die müssen auch verkauft werden. Das natürlich auch. Richtig schön weihnachtlich alles. Also, Leute, ich finde das an sich mega, mega toll, was man hier alles machen kann. Es gibt verschiedene tolle Sachen, die man verkaufen kann. Es muss nicht unbedingt alles weihnachtlich sein, aber wäre auch cool. Warum auch immer. Das sieht mega, mega aus. Und natürlich, es gibt hier noch so Party-Sachen. Es gibt Valentinstags-Sachen. Es gibt ein Bäumchen. Ein Bäumchen muss auf jeden Fall dabei sein. Das finde ich mega. Und auch Halloween-Sachen. Aber Leute, hier hinten haben wir einen Knopf. Warum haben wir hier einen Knopf? Und warum haben wir da einen Knopf? Wenn wir die Porträtknöpfe reintun, dann kriegen wir einfach noch ein Crumpet. Wir kriegen ein ich glaube, das ist mein Lieblings-Crumpet. Wirklich, das ist mein Lieblings-Crumpet. Ich finde die einfach nur so süß mit vielen verschiedenen Mützen, irgendwelchen Schlüsseln, irgendwelchen Lollis, Münzen. Richtig toll. Wir kriegen hier auch einen Lolli dazu, auch einen Diamant und ein bisschen Münzen, ein bisschen Geld, ne? Das ist wirklich mein Lieblings-Crumpet. Aber weihnachtlich ist hier natürlich auch. Und zwar kann man hier, wie gesagt, schöne Geschenke einpacken. Finde ich wundervoll. Und apropos Weihnachtsstimmung. Wie geht's? Natürlich muss man halt eine Eisbahn haben. Bei der Eisbahn gibt es auch richtig, richtig coole Sachen. Und zwar einen Weihnachtsbaum. Es gibt einen Weihnachtsbaum. Ja, okay. Das ist, sagen wir so, das ist einfach nur jetzt eine Tanne. Jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtsbaum. Aber wenn man bei diesem jungen Mann, alten Mann, wenn man ihn wegtut, gibt es wieder einen Knopf? Weil man einfach nur auf den Knopf drückt und wir kriegen auf einmal Weihnachtsbaum. Jetzt kriegen wir einen Weihnachtsbaum mit vielen coolen, coolen Geschenken. Aber diese Geschenke, ich würde jetzt die, also ich kann die gerne anfassen. Ich kann sie gerne berühren und so. Das sind normale Geschenke. Aber die gehören eigentlich den 4 Hauptcharakteren in Tokaboka. Also, falls ihr nicht wusstet, es gibt Hauptcharaktere in Tokaboka. Es gibt Rita, wollte ich schon sagen. Es gibt Nari, also Rita, Nari, Leon und Sieg. Ich glaube, so heißen die. Bin mir sicher. Ich hoffe, ich habe die. Da ist Sieg. Das ist Sieg. Gut. Ich hoffe einfach nur, ich mache es nicht falsch. Ich mache es nicht falsch, Leute. Ich hoffe, ich mache es nicht falsch. Wir brauchen jetzt entweder Nari oder Leon. Nari, Leon, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo sind die denn? Oh mein Gott, ich muss jetzt in die andere Richtung gehen. No! Ich hab Nari und Leon vergessen. Ich hab sie nicht vergessen, ich hab sie einfach nur verloren. Ich finde sie einfach nicht. Nari, Leon, Nari. Da ist Leon und jetzt brauchen wir nur noch Nari. Girl, finde! Ich möchte dich finden. Hallo? Nari, wo bist du? Nari, da war sie. Da war sie. Hallo, Nari. Okay, Leute. Und wie ihr gerade merkt, also Rita hat dieses Kreuzchen-Pullover an. Sieg hat so komische Striche auf dem Pullover. Das gehört den Leon und das gehört Nari. Warum machen wir Sieg und Rita zwei Geschenke bekommen? Aber, was gibt's dazu? Ah, okay. Es gibt so Puschel-Ohrenchen und, okay, nicht vielleicht das, aber ein Winteroutfit für Rita. Ach so, es gibt doch zwei Outfits. Ein Winteroutfit für Nari. Oh mein Gott, das ist richtig oversized. Ein Winteroutfit für Leon. Du hast doch... Leon hat eine komische Frisur? Das ist keine Mütze, das ist eine Mütze mit der Frisur? Also man kann theoretisch einfach nur dir eine neue Frisur geben? Und dir auch? What? Okay, ich habe noch nie Leon die Mütze abgenommen und das sollte ich vielleicht auch nicht tun. Das sieht richtig, richtig, richtig komisch aus. Oh mein Gott, Leute. Okay, du hast sehr komische Sachen. Und was war jetzt neu? Du, Sieg, also ich meine, das sieht genau gleich aus. Aber okay, alles klar, wenn es dir gefällt, dann sind
Es sind diese wunderschöne vier Freunde jetzt alle schön weihnachtlich angekleidet. Also weihnachtlich, ich meine nicht unbedingt weihnachtlich, sondern natürlich winterlich. Aber okay, das war jetzt gerade, also die ganze Mütze, die Leons Mütze hat mich gerade einfach komplett weggekickt. Ich wusste nicht, dass es funktioniert. Leute, wir können hier in unserer Eisbahn schöne verschiedene Leuchten anmachen. Wir können hier einfach Party machen. Und natürlich gibt es hier noch einen extra Knopf, wo wir Sachen finden können. Und zwar so ein Kunstlaufschuhe und was auch immer. Sieht richtig, richtig schön aus. Mag ich total. Also das ist richtig interessant, dass wir hier einfach nur so ein Ding haben. Und hier haben wir auch eine Eismaschine, die den ganzen Eis nochmal neu wegtut oder schleift oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, was die machen. Verschiedenes Zeug. Aber Leute, eine sehr, sehr, sehr tolle Location. Auch wegen Weihnachtsbaum und vor allem wegen ganzen Geschenken an die Hauptcharaktere. Finde ich mega, mega toll. Und sonst, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Weihnachts-Secrets in Joker Pokémon gefunden habt. Ob es vielleicht auch eine von diesen Locations, ob dann vielleicht noch was richtig, richtig cooles Weihnachtliches gibt. Oder ob es vielleicht auf einer komplett anderen Location ist. Wie zum Beispiel, warum ist der Weihnachtsmann-Anzug einfach nur auf dem Hartbahnhof bei der Zugführerin. Warum? Oder Zugbegleiterin, weiß ich jetzt noch nicht unbedingt. Aber es ist halt so komisch. Vielleicht habt ihr noch irgendwas gefunden an verschiedenen anderen Locations. Schreibt es alles gerne in die Kommentare. Wer freut sich schon auf Weihnachten? Ich freue mich auf jeden Fall. Schreibt auch das auch gerne unten in die Kommentare rein. Und sonst, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke-Tiefe nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!